Hi, ich bin Daniel und ich baue in Sims. Und damit willkommen zum Modern Gym. Ja, wir bauen heute ein modernes Fitnesscenter und ich habe da mega Bock drauf, denn es gibt ja einige neue Sportarten in diesem Sphere. Ich habe zwar mal ein Fun- und Sportcenter gebaut, da gab es aber auch Wellness und Bowling und so weiter drin. Und ich habe mir überlegt, wir bauen in dieser Reihe ein modernes Fitnesscenter mit allen Sportarten, die es so in diesem Sphere gibt. Angefangen mit Basketball, aus Großstadtleben, Tischtennis, aus dem Andi-Uni-Erweiterungspack. Und in dieser Welt bin ich auch hier. Foxbury, der Campus in Foxbury. Ich habe hier mal die Gemeinschaftsräume abgerissen, weil ich fand das so cool hier vom Licht. Und ich habe schon ewig nichts mehr hier gebaut in der Welt. Und dann passt das einfach total gut. Und ich habe vor, so ein Basketballfeld oder Fußballfeld zu machen, ne? Das haben wir auch bekommen. Wir machen dann mit Cheerleading, wir machen Tischtennis, wir machen Yoga, das Klettern machen wir rein. Aus dem Fitness-Access war es, ne? Cheerleading aus Highschool-Jahre und so weiter. Und da nehmen wir einiges mit rein und ich freue mich mega. Doch jetzt erstmal Daumen hoch, dann geht's auch schon los. Danke euch! So, und da bin ich schon dabei hier. Ich habe mir überlegt, vielleicht schaffen wir das, oh, das wird ein bisschen eng hier, dass wir hier so eine Tribüne oder so hinmachen, neben dieses Basketball-Fußballfeld, einfach der Sportplatz, wie ihr es wollt. Man kann ja nicht wirklich Fußball spielen in diesem Sphere, deswegen wird es wahrscheinlich so ein Basketballfeld werden, wo dann ein paar Fußbälle drumrum liegen. Und ich suche hier schon mal die Basketballkörbe. Schon wieder drüber gescrollt hier. Und dann machen wir so eine Tribüne dahinter. Da habe ich mal mega Bock drauf. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwie klappt. Denn es soll natürlich so eine Art Gemeinschaftsgrundstück sein, wo man dann auch wirklich sich auch gerne aufhält und wo man immer wieder gern mal hinkommt, wenn man irgendeine Sportart machen will. Das ist so der Sinn des Ganzen. Ich baue ja eigentlich nur Sachen, die auch irgendwie gameplay-mäßig Sinn ergeben. Und wir haben die Plattform bekommen in letzter Zeit und deswegen habe ich da mal jetzt Bock drauf. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir das machen hier. Ich glaube, wir machen die gar nicht mal so groß, oder? Fangen wir hier mal an. Machen wir das so. Drei Kästchen vom Rand weg, vom Feld. Na, ich habe das Feld zuerst platziert, damit ich hier natürlich weiß, wie groß ist das. Also das ist so ein bisschen eng hier. Wir machen nicht so eine Monster-Tribüne, das wäre auch sinnfrei. Aber wir können auf jeden Fall mal, aber es wird jetzt auch spannend. Können die Sims denn da noch... Sind wir noch ein bisschen weg vom Spielfeldrand? Vielleicht gehen wir noch ein Stückel hier weiter weg hier, oder? Dass wir das vielleicht so machen. Und dass wir dann, oder wir machen das nochmal eins tiefer. Das würde natürlich auch gehen hier. Dass wir das nochmal eins tiefer machen, dann wären wir ja schon am Spielfeldrand quasi dran. Dann gehen wir da noch ein Stückel. Nee, ich glaube, so passt, ne? Näher nicht ran, sonst kann man da gar nicht mehr laufen. Aber ich möchte auf der Seite auch noch ein bisschen was machen. Und das mit Cheerleading und dann, ja, das wird ein bisschen eng sonst. Also ich würde mal sagen, wir machen das, wir probieren es einfach mal aus. Sonst kann man es immer noch ändern. Hier ist ja nicht in Stein gemeißelt. Wortwitz. Und dann machen wir fünf Ebenen, ne? Fünf Ebenen. So würde ich dann mal machen hier, ne? Und dann gucken wir, oh Gott, das wird wieder kritisch hier, das wird wieder kritisch. Dann machen wir am Rand mal vielleicht so Dächer hin, das ist auch mal ganz schön. Ne, so eine Schräge oder so. Ich bin einfach mal am Probieren, ne, frei drauf los. Ich bin selber noch so unentschlossen. Kennt ihr das, wenn ihr so anfangt und dann gar nicht wisst, ihr ist wie die weiße Leinwand des Künstlers, ja. Nicht, dass ich mich hier mit einem Künstler vergleichen will, aber so in die Richtung geht's ja schon. Und zwar, probieren wir das Ganze mal. Was haben wir denn für Vordächer? Da gibt es doch bestimmt noch irgendwelche modernen Vordächer, die man vergrößern kann. Oh ja, das Glas, das ist ja mal ganz cool. Machen wir hinten so eine Wand hin und da dann diese... Oh ja, da ist so was hier. Gibt es die auch in breit? Aber oh, die sind auch nicht schlecht hier. Die sind auch nicht schlecht. Was gibt's noch? Hier, das gibt es auch in breit. Ja, das wäre natürlich besser. Aber ich finde das mit dem Holz ganz schön, ne? Das Glas ist zwar auch irgendwie toll. Weil dann könnte man doch... Lass uns das mal probieren hier. Markise zarter Schutz. Dass wir die hinten... Oder machen wir eine Wand oder machen wir keine Wand? Ich glaube, wir können es auch mal probieren mit Säulen oder so. Das ist immer auch ganz spannend. Da gibt es ja hier aus nachhaltiger Leben... Gibt es ja auch so Säulen. Und die kann man ja da hinten so drauf platzieren. Beziehungsweise an den Rand hin platzieren. Und die kann man ja dann verlängern. Jetzt gucken wir mal, wenn wir das einmal vergrößern, wie groß das ist. Oh, das ist so groß, ne? Da ist so groß hier. Ja, man kann es ja mit der Toolmod verkleinern. Ich würde auch sagen, das machen wir. Oder wir machen drei. Aber dann ist nicht so lang. Das soll ja auch ein bisschen drüber gehen, das Dach.
Okay, dann probieren wir das nämlich mal aus. Und ich gucke jetzt erstmal, wie hoch muss das eigentlich sein. Ich hätte jetzt mal gesagt, haben wir schon ein Sim, das ist ganz gut. Ich mache da immer, bevor ich anfange zu bauen, so als Tipp, mache ich das immer so, dass ich ein paar Sims herhole, damit ich auch in den Live-Modus rein kann und natürlich, dass ich das Licht einstelle. Dann mache ich Wettermaschine und alles hier, damit das entsprechend auch von der Seite baue ich so, ne? Das soll von der Seite beleuchtet sein. Das gucke ich immer am Anfang. Und dann machen wir das hier höher. Das müsste aber gehen, oder? Müsste aber gehen hier. Das Ganze hier. So, nee, das ist doch gut. Das passt doch so. So, oder? Ist das von der Höhe richtig? Finden wir gleich raus. Jetzt kann man mit der Tool-Mod... Ja, der ist nur unvollständig, ich weiß. Noch viel, viel zu tun hier. Mit euren Ideen auch wieder gern dabei. So, dann haben wir jetzt... Das ist jetzt verdoppelt. Das heißt, das ist 2. Dann brauchen wir ungefähr 1,7. Fragezeichen. Ja, ist mal gar nicht mal so schlecht hier. Würde ich mal sagen, 1,6. Gucken wir mal. Das könnte hinhauen. Oh, ne, ein bisschen kleiner noch hier, ne? Nehmen wir mal 1,55 hier, oder? Das sieht doch noch was aus. Ja, dann probieren wir das mal aus. Alright, come on. Dahin geklebt. Und dann mit Move Objects nach oben, Alt und 9. Wisst ihr Bescheid hier oder nicht? Wenn nicht, durch Tipps und Hilfen bläst. Und das passt perfekt. Ja, hier. Passt perfekt. Jetzt haben wir bloß noch die Frage. Ne? Wir müssen das ein bisschen weiter rüber, weil das andere kommt ja von der anderen Seite. Ich dachte, das hier gar nicht mittig, Mann. So, jetzt brauchen wir nämlich nochmal eins. Hätte man sich gemerkt, wie groß es war? Ich glaube 1,55, ne? Na je, bitte. Fängt ja schon wieder gut an hier. 1,55. Ja, oh, das ist schon wieder das Ding hier. Das drücke ich irgendwie immer. Ich weiß auch nicht, warum. Mein Gitter weg mit G und dann können wir das hier positionieren, hochleveln und dann feinjustieren. Würde ich mal sagen hier. Damit es halt sollte es schon geschlossen sein. So ist gut. Ne? Ein bisschen Luft braucht es auch. So, ein bisschen noch hier rüber. Passt das jetzt von der Tiefe her? Oh, das ist nicht so gut. Das Blöde ist jetzt, wenn man es ankrapscht, dann rutscht es wieder nach unten. Ja gut, so ist es halt. Sind wir jetzt von der Höhe richtig? Das kann man immer ganz gut gucken, wenn man es verschiebt nochmal. Aber müsst ja eigentlich dann, wenn ich eins tiefer bin, als das hier hoch ist. So, come on, liebes Spiel. Krieg ich das jetzt hier nur gebackelt oder was ist los? So, ich würde mal sagen, das hält jetzt hier, aber hier. Yeah. Ja, ist doch toll, das ist doch schön, oder nicht? Da machen wir dann natürlich so ein bisschen auch Betonoptik drauf, weil die Schindeln wollen wir da nicht haben. Ich hätte auch mal gesagt, vielleicht auch sogar heller, das, oder? Oder lassen wir das dunkel? Ich weiß noch nicht. Schwarz ist ein bisschen zu dunkel. Na gut, können wir mal gucken. Ich mag das Betonmäßige ganz arg. Und da gibt es ja dann auch diese Umrandungsdinger, dass wir das so zumachen quasi damit. Hätte ich mal gesagt, hier, ne? Hat das ein bisschen Form. Und jetzt müssen wir gucken, oh, da wird schwierig. Weil das Blöde in Anführungszeichen ist ja, wenn wir jetzt hier so Bänke platzieren, das wird für die Sims ein bisschen eng sein, zum vorne vorbeilaufen. Wir bauen ja ein halbes Kästchen, für alle, die es nicht wissen. Halbes Kästchen ist immer so das Ding, aber das ist auch schon mal nicht schlecht. Aber ich glaube, da gibt es auch noch die einen. Ist ein bisschen breit noch. Da gibt es noch die einen, die Betonblöcke da. Die waren, aus welchem Pack waren die denn? Oh, die sind auch nicht schlecht. Das ist natürlich auch nicht so schlecht. Aber ich hätte es gern mehr so integriert. Wo ist denn die hier? Da aus Wellness-Tag. Total unbequem. Das sieht doch gut aus. Guck mal, die sind so schmal, dass die Sims da easy beasy drüber latschen können. Und man könnte das jetzt so machen, dass wir das nicht im Kästchen machen. Wobei, das würde ja auch gehen. Sollen wir das im Kästchen? Können wir mal das einfach hier drauf, oder? Jetzt gucken wir mal, wo wir da rauskommen. Weil da könnte man hier in der Mitte vielleicht auch noch eine Stufe machen, oder? Machen wir 3 Stück. Dann gehen wir nochmal 1 rüber. Lasst uns hier 3 Stück machen. In der Mitte nochmal so eine kleine Treppe. Ah ne, die ist jetzt hier weiter drüben da, ne? Müsste man dazu... Oh, das ist ein bisschen enger, aber dann... Ich doch noch mal eins rüber. Lieber in der Mitte eine etwas breitere Treppe als... Oder will man das ganze Ding noch ein bisschen breiter? Oder müssen wir das Dach auch wieder größer machen? Aber so geht's doch, oder? Kommen wir mal das so. Bäm, hier ist gebonkt. Jetzt gucken wir aber erstmal die Farbe, bevor ich da 100 Stück mache. Aber ich glaube, das... Oder das Dunkle hier. Das würde natürlich auch gut aussehen. Die sehen wieder total unterschiedlich aus. Je nachdem, wo sie da im Licht sind oder nicht im Licht, ne?
Das ist leider ungeil. Leider ungeil. Aber wenn das so dunkel ist, dann sieht das so, dann wird das so heiß im Sommer, oder? Wir nehmen das bläuliche Grau, das sieht auch nicht schlecht aus. Das sieht auch nicht schlecht aus. Ja, das finde ich auch nicht schlecht. Was machen wir da oben eigentlich? Lassen wir das so orangig? Ich meine, ich finde es gar nicht so schlecht. Ist dann auch hier ein bisschen dezenter orangig hier, ne? So braun, hellbraun. Das ist so schön. Ist das das? Ich glaube, das ist das Richtige, ne? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon hier. Mhm. Das sieht doch schon mal gut aus. Gut, hätten wir jetzt wieder das Dunkle auch dabei. Aber ich glaube, ich... Dann machen wir die ganze Weise. Die ganze Weise ist zu viel. Aber das Bläuliche, das gefällt mir ganz gut. So leicht ins Bläuliche gehen, ne? Ist natürlich nicht blau, aber... Ihr wisst ja, was ich meine hier. Dann haben wir hier so Betonsitze. Müssen wir nochmal gucken. Das ist so, glaube ich, war's. Und dann müssten die Sims hier... Ja, rücken hier, Mädchen. Sie hat Rücken hier. Nee, wir müssen nochmal eins rüber. Hier sehe ich gerade. Ist das hier mittig? Jetzt müssen wir gleich mal einen Zaun ziehen hier. Wo ich das hier... Oder? Das ist schon mittig hier, ne? Gehen wir nochmal mit dem Kästchen hier. Ja, da ist mittig hier. Sehr gut. Okay. Ist ja immer wichtig. Sonst baut man da und dann ist es nicht mittig. Dann hat man problematische Probleme. So, und das reicht auch ewig. Wie viele Sims kommen nie auf das Grundstück. Aber ist, glaube ich, ganz schön. Da kann man da auch zu zweit sitzen, ne? Da kann man sich ja auch so umarmen und so. Jetzt bräuchte man hinten vielleicht so einen Zaun oder was. Irgendwie so ein... So was hier. Bläulich-gräulich hier. Bläulich-gräulich-freudig. So sieht doch das ja ganz gut aus, ne? Dass diese Sims da nicht runterpurzeln, dann natürlich. So ist das doch gut. Oder wir machen da so ein bisschen das Dunkle dann wieder, ne? Weil wir oben auch das dunkle Metall haben. Aber das Grau, das ist dann wieder so braun. Ja, das ist wieder zu hell. Also so ein richtiges Grau haben wir da gar nicht. So das Bräunliche und... Ja, oder wenn man so das Orangige, das würde natürlich auch gehen. Das Orange hat schon auch was, ne? Bäm! Ich würde mal sagen, das Dunkle mit dem Weißen... Und dann gucken wir einfach nochmal. Jetzt machen wir mal hier diese, das ist ja auch nochmal eine Sache hier. Da könnte man hier nochmal die Stufen. Jetzt haben wir so ein bläulich-gräulich hier. Oh, das wird wieder, das gibt es wieder nicht. Aber das ist auch ganz schön eigentlich. Oder wir gehen ein bisschen ins Dunklere vielleicht. Dann passt es besser zu unserem Dach da links und rechts. Rechts und links. Und den Boden machen wir dann, da gibt es ja auch so Beton. Beton von Bauqualität hier. Das ist ja der, den wir schon haben wahrscheinlich. Also ganz schwarz möchte ich eigentlich nicht machen, wa? Sowas? Nee, das ist nicht gut. Wir gucken nochmal hier. Ja, das sind mit so Fliesen. Ja, das hat schon mal... Das geht schon mal in die Richtung hier. Das finde ich ganz gut. Let's do this. Manche Dachfarben könnt ihr übrigens auch aufnehmen und auf den Boden platzieren. Wieder was gelernt hier, oder nicht? Aber es geht nur mit manchen. Ja, wenn ich jetzt die mache, ich glaube, die geht nicht. Nee, die geht nicht. Es geht nur mit manchen. Ja, manchmal ist blöde Erklärung, aber... manchmal ist wirklich eine blöde Erklärung, aber es ist halt leider so. Es gibt da keine wirkliche Regel dabei. Jetzt gucken wir mal in Nachhaltig Leben. Nachhaltige Leben. Da gibt es doch bestimmt hier dann auch diesen entsprechenden Ton. Als Holz? Nee, gibt's nicht. Gibt's nur das hier, ne? Ich wollte jetzt ein Holz passend hier dazu hier an den Rand platzieren, aber ist nix, ne? Das hat aber auch was. Aber wir haben doch in... Puh, wo war das denn? Welches Paket war das denn? Wir haben doch hier in... War das in Fitness oder war das in... Ah, da ist wieder schwierig. Hier, Herr Lassunra, hier echt mal. Hier ein Ding war es nicht. Hier in Fitness war das, glaube ich. Haben wir da... Nee, da war das nicht. Bowling, genau, Bowling. Da gibt es solche Holzpanels. Oh, das ist schön. Aber das würde ich jetzt mal sagen hier. Das finde ich ganz gut. Ja, da muss ein bisschen Pep reinkommen hier noch in das gute Ding. Aber wir haben auch die falschen hier genommen. Das sind die billigen, ne? Die sind kaputt. Da gibt es auch zwei verschiedene, glaube ich, oder? Da gibt es, glaube ich, zwei verschiedene Superwurf hier und... Oder nicht? Ich dachte, es gäbe zwei. Aber dann gibt es nur die. Ich dachte, es gäbe zwei, weil der eins ist immer kaputt. Aber ist das von der Farbe nur kaputt oder ist das...
Da ist von der Farbe dann nur kaputt. Ja, okay, da kann man die Farbe ändern, ist nicht mehr kaputt. Ja, kaputt will ich hier natürlich nicht haben. Ist auch wieder die Frage, nimmt man das schwarz oder nimmt man das grau, ne? Jetzt ist wieder so, dass... Jetzt hätte ich erstmal gesagt, wenn wir das schwarze Metall haben, dann nehmen wir das schwarze Metall. Aber will ich alles mit schwarzen Ding hier machen? Eigentlich nicht. Fragezeichen. Aber Fragezeichen ist so wieder so Mittelding. Mittelding wär besser als das. Ich finde das schwarz aber irgendwie optisch ansprechender. Okay, also dann haben wir das mal. Dann müssen wir jetzt mal gucken, was haben wir denn alles für sportliche Aktivitäten. Genau, wie Fußball, da können wir gleich mal ein paar mehrere machen. Können auch hier mal so ein bisschen die Farben variieren, auch wieso nicht. Bisschen Ballsportarten. Man könnte auch so ein, ist auch mal ganz witzig, so als Deko, so ein Bällebad. Nee, so ein machen wir das hier an den Rand. Da haben wir eigentlich noch Platz, ne? Aber ich möchte da so ein paar Pflanzen vielleicht noch machen. Da können wir auch vielleicht auf das Spielfeld machen, weil man spielt ja da eh nicht auf dem Feld. Ja, das ist ein bisschen arg. Komm, ich mach das mal hier an den Rand. Da möchte ich ja eigentlich auch Pflanzen noch. Rechts und links muss man immer ein bisschen blümchen hier. Rechts und links immer blümchen. Jetzt habe ich schon keinen Platz mehr hier. Jetzt wollte ich hier eigentlich die Cheerleading-Matten. Aber dann machen wir das so, dass wir hier vielleicht die... Machen wir das hier so rein. Ja, genau. Und das ist aber das Blöde. Das Ding passt ja gar nicht. Wir müssen das da eigentlich nehmen. Ja, weil sonst geht ja, fliegen ja die Bälle raus. Und dann kann man die Bälle da reinsetzen. Und dann kann man die Bälle hier so quasi sammeln. Ne, sage ich jetzt mal. Hier vorhin sortiert hier alle. Nehmen wir nicht. Wir machen das so. Und dann gehen wir da natürlich noch in den Fußball rein. So, da wird hier alles eingeleert hier. Dann können wir das ein bisschen stapeln. Ding, ding. Zack, zack. Und dann sieht das aus, wie wenn hier Bälle gesammelt sind. Hier noch. Gibt es hier noch Bälle zum Benutzen. Okay, jetzt gehen wir wieder zurück. Erstmal, wir holen uns hier noch so ein paar Football. Aero-Football hier. Gibt es nur eine Farbe? Gibt es nur eine Farbe tatsächlich. So, dann haben wir... Oh ja, wir machen so einen Boxring. Das ist auch toll. Aber nicht mit dem. Also wir machen auf jeden Fall Yoga. Also wir machen auf jeden Fall Yoga. Wir machen auf jeden Fall Boxring. Yoga-Studio. Hier noch das andere Fitness-Ding. Bowling machen wir jetzt nicht. Sowas machen wir nicht. Das geht für mich mehr in das Spaß-Ding rein. Dann haben wir natürlich das Zeug hier noch. Nehmen wir mal das Durchsichtige hier. Und dann haben wir noch die Kletterwand. Die möchte ich auf jeden Fall mit reinbringen. Gut, Rollschuhbahn wäre es vielleicht. Ah, das finde ich auch wieder zu spaßmäßig. Also zu. Ne, das ist eher so just for fun und weniger zum. Ich möchte ein richtiges Fitness machen, wo richtig hier gepumpt wird hier und so. Wir müssen uns auch ein bisschen beschränken. Tischtennis, wieso ist da nicht Tischtennis dabei? Das ist doch auch eine Sportart, oder nicht? Hier haben wir noch Zeug, hier, da gibt es noch mehr. Was haben wir denn noch hier? Was haben wir denn noch? Hier Tischtennis, da ist es doch hier, genau. Tischtennis brauchen wir noch. Brauchen wir noch? Ah, genau, Cheerleading war es ja auch. Das ist ja auch wieder nicht dabei, oder? Doch, da ist hier. Aber da gibt es doch noch, gibt es da nicht noch die Schöne? Die Schöne und das Biest. Gibt es da nicht noch eine andere Matte? Weil die finde ich ein bisschen komisch. Ich glaube, die muss man, ah, die da, ne? Das freischalten, aber da ich hier auf dem Gemeinschaftsgrundstück bin, die ist schöner. Ja, können wir gleich mal die nehmen, oder was gibt's da noch? Oh, das sind knallig hier. Nee, das will ich nicht. Dann nehmen wir die. Dann machen wir hier so zwei große, und dann machen wir eine große und zwei kleinere. Ich glaube, das ist besser, ne? So an den Spielfeld dran. Da kann man dann allein üben. Gibt's die Schöne auch in klein? Gibt's nicht in klein? Die Schöne gibt's nicht in klein. Ja gut, dann können wir da auch ein paar Farben reinnehmen. Ich möchte es auch nicht zu. Ich mache jetzt mal einfach die grüne. Die ist noch sehr dezent. Aber die ist noch hier, ja, für zum alleine üben. Und das ist dann mit mehreren. Okay, dann lasst uns doch mal hier. Ich würde sagen, Tischtennis machen wir hier überdacht. Außerhalb noch. Oh, da wird ja echt knapp, wie ich gesagt habe hier, ne? Das wird schon echt knappisch. Knappisch, knappisch. Dann können wir vielleicht so ein, dass wir, oh, da dürfen wir nicht so nah an den Rand, dass wir hier vielleicht so zwei dazwischen stellen, aber das wäre auch gut wieder, wenn das, ja, oder man macht es halt quer, ne?
Wir können, glaube ich, hier nochmal eins rüber. Ich meine, das darf ja gern hier ein bisschen in die Nachbarschaft integriert sein. Da muss ja nicht. Ne? Da muss ja kein Zaun oder so hin. Das ist ja open. Open Spaces hier, wie sagt man? So, hier nochmal die Linie gecheckt. Alright. Dann haben wir hier so zwei überdachte Tischtennisbereiche. Tischtennis-Spielbereiche. Okay, und jetzt gucken wir mal, wie machen wir das mit der Höhe? Also ich würde auf jeden Fall ansetzen, mittlere Wandhöhe. Aber ich glaube, das reicht noch nicht. Weil die sind ja höher, ne? Aber ich glaube, reichen die mit dritter Wandhöhe? Oh, das ist schon knapp hier. Weil das müsste hinhauen. Aber haben wir dreier Wandhöhe unten? Das ist schon mächtig. Wir können auch über zwei Stockwerke. Indoor mache ich das. Deswegen gucke ich da. Wir können auch über zwei Stockwerke die... Das würde ich es, glaube ich, machen hier, ne? Wir machen mittlere Wandhöhe, oder? Oder hohe? Das ist die Frage jetzt hier halt. Weil dementsprechend würde ich hier natürlich dann meinen... Ja, wobei, wir können ja hier das individuell machen, ne? Das ist ja nicht verknüpft. Das ist ja nicht verknüpft vom Fundament her. Also, dann probiere ich das mal. Ja, da kommen wir auch noch bis darüber. Ja, das ist natürlich ein bisschen zu wenig. Alles ein bisschen zu wenig. Und die blöden Säulen da, die lassen sich ja auch nicht hier mittig platzieren, ne? Entweder da oder da. Ach du Spiel, du Nudelspiel. Dann mache ich das hier. Jetzt haben wir 5. Ja gut, das geht eh nicht mit denen. Dann müssen wir 6 machen. Geht das hier noch? Das geht noch, oder? Noch ein bisschen überdacht dann halt. Weil ich möchte gern diese Inselleben. Ich muss hier nochmal ganz abzählen. 2, 4, 6. Doch, das passt. Ja. Diese Inselleben Glasdächer hier nutzen für dieses Dach. Machen wir das bis zum Rand? Ich würde schon sagen, oder? Ja. Bis zum Rand. Rand. Und da gibt es in Inselleben gibt's ein Dach. So. Alle, die jetzt kommentieren, welche Pack benutzt du? Ah, alle, wie ihr merkt. Ja. Da gibt es auch das Orange hier. Sollen wir das mit dem Orange machen hier? Dann können wir das hier Orange machen? Dann machen wir das hier immer wie so ein Schachbrettmuster. So, dann ist das hier. Und dann nehmen wir das Schwarz-Grau. Das passt, oder? Oh ja, die Umrandung ist hier natürlich noch nicht. Das flaggert hier noch hier. Flaggerer, das. Machen wir das mal so. Und dann kommt hier außen rum so eine... Nicht das da. Nee, nee, nee. So was hier, ne? Ja, das Dunkle da. Oh ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist so schön abgeschrägt. Ich finde das voll geil aus. Voll dynamisch. Animiert voll zum Sportmanier. Könnte ich mir auch mal ein Beispiel nehmen. Ich würde aber hier dann... ich würde aber hier dann einen befestigten Boden machen, sage ich mal, ne? Das muss ja ein befestigter Boden sein. Oder? Das kannst du nicht auf dem Grünen machen. Das ist ein bisschen blöd. Okay, dann gucken wir, dass wir hier vielleicht auch wieder unseren Dingsboden hier nehmen. Gar nicht so eintönige Plane. Ja, wir machen das vielleicht so, dass wir hier nochmal so eine kleine Hecke oder irgendwas machen. Außenrum, dass wir da so ein etwas... Ja, wobei, das ist hier ja auch ein Weg. Ja, wenn die da hinlaufen. Man darf immer nicht an den Grundstücksgrenzen aufhören zu gestalten. Man muss das wirklich so ein bisschen... integraten. Jetzt hier in dem Fall hätte ich gesagt, machen wir das hier mal wieder weg und jetzt verlängern wir diesen Weg. Ne? Also nicht von den Platten her, wobei die Platten haben wir ja auch, aber die sehen wahrscheinlich wieder minimal anders aus als die. Die sind sogar, glaube ich, aus dem Base Game. Die waren hier irgendwo oder nicht. Ah, ich suche das jedes Mal. Du, das ist so blödig. Hier, die da, ne? Da können wir auch die dann nehmen. Why not? Weil dann ist das in die Umgebung integriert hier. Da haben wir noch das. Das ist auch wieder ganz falsch. Also das, was es gibt, das gibt's nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten, hier vorzugehen. In dem Fall haben wir es eigentlich leicht. Weil wir machen ja, wir verlängern ja den Weg. Und dann würde ich sagen, ne, das ist hier Steuerung F. Ne, damit können die ja fließend vierteln. Und dann machen wir das hier so, dass wir da quasi die Linie vervollständigen. Gefühlt. Ich fange jetzt erstmal hier an. Und ich finde es dann immer ganz witzig, wenn das so ein bisschen wirklich... Ja, ist auch nicht wirklich gerade das Ding hier, aber... Können wir nochmal zwei eigentlich weg. Muss nochmal was bisschen weg hier, ne? Oder?
gefühlt. Da müssen wir da erst anfangen, oder? Ja, es ist nicht mal. Es geht hier so ein bisschen hier, ist ein anderer Winkel da, ne? Ja, aber so geht's mal ganz gut. Jetzt haben wir doch wieder das Falsche hier. So, ne? Dass wir das so machen. Dann können wir hier mal gucken, da weiß ich noch nicht. Und da geht's dann irgendwie rein in das Fitness-Ding oder so. Das fände ich, glaube ich, nicht so schlecht. Hier ist jetzt ein bisschen schade, weil hier natürlich die Ecke da drin ist. Aber dann können wir auch hier vielleicht mal probieren, da nochmal. Ich weiß es nicht. Irgendwie so ein bisschen so eine Art Hecke zu machen. Oder machen wir da so ein paar. Nee, ein bisschen grün hätte ich schon gerne dazwischen, muss ich schon sagen. Sag mal, die Sache, ob man die da nimmt, ist jetzt nicht so hübsch. Die ist ein bisschen arg blumig. Man kann auch immer, wenn man sich nicht sicher ist, was macht man, und in der Umgebung gucken, was haben die denn hier so genommen? Weil dann sieht es immer besser aus, wenn man was nimmt, was hier eh in der Umgebung ist. Wenn dann ist das so wirklich integriert. Jetzt haben wir da. Die gibt es ja auch im Baummodus. Die anderen gibt es auch, aber die sind im Debug. Also die etwas helleren. Könnte man eigentlich suchen. Können wir eigentlich suchen. Wir gehen mal an die Uni. Vielleicht ist auch ein Basegame drin. Bebe.showLiveEditObjects. Weltendeco-Cheat. Einfügen. Runterrutschen. Hier, was gibt's? Oh, das ist auch so schön. Was gibt's? Was haben wir denn da jetzt? Das ist natürlich auch nicht so schlecht. Das ist auch hier voll schön mit der Umrundung hier. Das ist so der Rundung. Mitte der Baum. Übrigens, der Baum hat Romantik-Ding. Wenn der drunter steht, dann ist der Romantik. Gibt's ganz selten. Was soll denn das sein jetzt? Okay. Ein Flagger-Dreieck haben die reingebaut. Jetzt müssen wir mal gucken, wo gibt's denn die Hecken hier? Komm mal, hier gibt's die Hecken. Na, und das sind dann die hier auch wirklich von dem. Die haben sie sogar ein bisschen verkleinert. Seht ihr das? Oder? Die haben die verkleinert, ne? Ja, ein bisschen haben die verkleinert. Haben wir das auch? Wir machen das auch. Die haben so Mittelgröße hier. Ist ja mal komisch, oder? Haben die verkleinert? Ein bisschen sind die verkleinert. Also ich würde jetzt mal die Originalgröße nehmen. Let's do this. Die haben es halt nicht so oft geschnitten wie die anderen. Und da können wir ein bisschen über den Rand. Nicht zu sehr über den Rand, weil das kann sein, wenn ihr das Grundstück über die Galerie abspeichert oder euch runterladet. Dann wird das entfernt. Das wäre natürlich nicht so gut. Aber so finde ich ganz schön, ne? Dass man hier so den Weg entlang quasi. Keine Ahnung, wer hier läuft, aber gut. Sie wird hier laufen und dann die Treppe runter. Gut, man kann hier vorne ein bisschen entlang und dann. Aber gut, wie auch immer hier jetzt, ne? Und hier müssen wir auch noch aufmachen dann, ne? Das ist natürlich hier, Hecken kann man gut ineinander. Und hier machen wir dann auch quasi den Zugang zur Treppe, die auch wieder nicht bündig möglich ist. Aber ist okay, wir können hier ein bisschen tricksen hier. Komm, lass mich hier noch ein bisschen. So. Okay, zack, so. Und dann kann man da nochmal entlang und. So. Ist doch ganz schön erstmal grob. Erstmal grob hier. Das machen wir ein bisschen weg vom Rand. Ja. Ich finde schon mal gar nicht so verkehrt. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, machen wir hier auch noch so eine Umrandung. Aber hier ist gerade so ein schöner. Ja, so wie so ein Sockel. Dass es hier quasi das Spielfeld ist. Aber ich würde hier, wie gesagt, gerne noch so ein paar Pflanzen machen irgendwie. Vielleicht können wir da dann die hier wieder aufgreifen. Die haben wir hier überall so diese. Dings, Lavendel, genau. Lavendel. Dass wir da so ein bisschen Grünkramszeugs hier noch platzieren, weil es dann einfach ein bisschen schöner aussieht. Ne? Das ist einfach so. Kann man nichts sagen hier. Aber hinten will ich dann, glaube ich, eine Linie machen mit einem Beton, oder? Dass das hier hinten da. Und man kann nicht bis zum Rand bauen, deswegen. Sonst hätte ich bis zum Rand gebaut, aber hinten muss irgendwie erst irgendwie abgeschlossen sein. So machen wir das. Ich kann nochmal angucken, wie sieht das aus, wenn wir das hier auch machen. Hat auch was, ne? Guck mal, man könnte es auch. Hier nochmal so ein Beet machen. Aber das ist dann auch wieder nach eins nach innen gesetzt. Auch nicht so schön. Hier machen wir hier Wild. Und hier machen wir das so, dass der Rand hier da ist. Und dann machen wir nämlich hier vielleicht, weil wir müssen das Gebäude, ich merke gerade, ich habe gar nicht mehr so viel Platz für das Gebäude. Aber hier mal zwei Kästchen, höchstens drei Kästchen.
Dann ist das so schön eingelassen hier und hat alles seine Richtigkeit. Das Sportfußballfeld hier. Ja, das machen wir nicht auf dem Grün hier, auf dem Ding auch noch, ne? Nee. Nee, das soll schon alles so ein bisschen grüner hier sein. Alright. Ein bisschen Schattenspender fände ich, glaube ich, auch nicht schlecht. Müssen wir mal gucken, wo wir den unterkriegen und welchen wir nehmen. Da sind immer die Tannen ganz gut oder die Zitterappel-Dinger. Das sind so Bäume, die halt so ein bisschen, ein bisschen blickdurchlässiger sind, sage ich mal, dazu. Auch da kann man natürlich gucken, was gibt es in der Umgebung und so. Aber ich finde das gar nicht mal so schlecht. Kann man auch hier in die Hecke rein. Dann ist es nicht so abgeholzt. Wisst ihr, wie ich meine? Sonst sieht so alles so abgeholzt aus. Kann man auch ein bisschen variieren. Hier mal einen anderen Baum. Muss man hier natürlich gucken, dass der nicht aufs Dach geht. Der ist extra so geschnitten hier. Dass der hier, ja. Dann hat man da sonst so ein bisschen noch was grün hier. Ne? Also erstmal. Gut, okay. Jetzt gucken wir mal nach unserem Gebäude. Uiuiui. Machen wir das heute noch? Ich würde erstmal sagen, wir gucken, dass ihr erstmal dran seid. Und dann machen wir hier das Gebäude irgendwie so hin. Dann weiß ich noch nicht genau wie. Zwei Stockwerke hätte ich gesagt, oder? Oben so ein schönes Yoga-Studio. Vielleicht auf der Empore. Und unten kommen dann hier die Kletterwände. Ne? Dann gibt es hier oben so eine Empore da irgendwie noch. Wo man dann quasi runtergucken kann. Also hier über zwei Stockwerke dann quasi. Und hier ist dann der Eingangsbereich und die Duschen brauchen wir, Toiletten. Und das ist dann unter dem Yoga. Und oben ist dann Yoga und hier kommen die Fitnessgeräte rein. Vielleicht oben dann noch die Laufbänder irgendwie schön fürs Fenster. Oh, das wird knapp. Wo mache ich dann meinen Boxring hin? Und der kommt dann in den Keller oder so, keine Ahnung. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin, oder? Das wird. Hier, ich bin mal gespannt. Ich mache jetzt hier noch schöne Screenshots ohne den hässlichen Kasten da hinten. Fürs Cover. Und nächstes Mal seid ihr dabei mit euren Ideen, Meinungen und Kommentaren, die ich dann gerne mit aufnehme. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Daumen nach oben nicht vergessen. Dankeschön. Ciao.